schönen guten Morgen. Heute freien Tag, kleine Radtour. Bin jetzt Richtung Bestensee gefahren. Ein wunderbar sonniger Tag, leichter Wind. So ist es schön. Hier mal der See. Eigentlich war ich hier auf der Suche nach einem Lost Place, dem letzten Standort des Soldatensenders 935. Aber der scheint wohl nicht zugänglich zu sein oder den gibt es nicht mehr. Naja, weiter Richtung Süden. Bestes Wetter heute. So macht es Spaß. Ich bin jetzt auf dem Hofjagdweg. Mal schauen, wo es mich hintreibt. Richtung Spreewald irgendwie so. Ja, bin jetzt in Großköris, 30, 35 Kilometer weg. Läuft. Immer noch herrlichstes Wetter, kaum Wind und wenig Autos unterwegs. Ja, so mögen wir das. Schwerin. Schenk von Landsberg. Hexdorf. Hier immer durch den Wald.
eine abgefahrene Asphaltstraße. Muss man aufpassen wegen der Schlaglöcher. Ja. Zech am See sind wir jetzt. Hier war ich ja noch nie. Feuer, ein Funke genügt. Sehr richtig. Das ist Zech am See. Steht noch ein bisschen was zur Ortsgeschichte. 1495, erste Erwähnung. Naja. Wollen wir mal sehen, wie wir jetzt weitermachen. Noch keine richtige Idee. Ist ja erst drei von der Elbe. Und noch genug Zeit. Oh, jetzt geht's mal richtig durch den Wald hier. Brandenburger Kiefernwald. Mit Sandwegen. Alles bei. Immer unwegsamer hier. Heieiei, zeig mal, ob wir eine lassen. Oh, bin ich wieder an der Bahnstrecke gelandet hier. Oh Mann. Schauen, wo wir hier rauskommen. Naja, fahren wir erstmal neben der Bahn hierher. Zum Glück ist hier alter Asphalt drauf. Da lässt sich das einigermaßen fahren. Schon der nächste Zug hier oben. Oh. Hinders! Da hab ich mir ja wieder was rausgesucht hier. So, dann machen wir aus dem Dunkel raus hier. Hier die Bahnstrecke. Hey, hey, hey. Und hier geht's parallel weiter. Naja. Oh, jetzt kommen wir an der richtigen Straße raus. Mal gucken, wo wir hier sind. Teupitzer Weg. Keine Ahnung, noch nie hier gewesen. Da ist eine Bank. Da mache ich jetzt erstmal Pause. So, der Radweg hat mich wieder. Eieieiei. Sind wir denn hier? Vor mir jetzt Barut. Aber erstmal jetzt hier über die Eisenbahn. Die Bahnstrecke nach Cottbus.
hier sowjetische Panzer. Kurz vor Barut jetzt, an so einem sowjetischen Ehrenmal hier. Da ein T-34. Hier auch. Und da ist der Ehrenhain. Willkommen in Barut. Hier so eine alte Meilensäule, Postsäule. Und die Kirche von Barut. Für mich geht's da weiter. Hier schöne Rosen. Sind wir in Goltze. Fix im Penny gewesen. Ein paar Getränke geholt, was zu essen. Jetzt werde ich gleich Mittag machen hinter Goltzen hier. 12:30 Hasszeitmäßig. Jetzt sieht es wieder herrlich durch den Wald hier. Vöglein zwitschern. Herrlich. Sakret. Da geht's weiter für mich Richtung Lübben. Ich bin jetzt in Sakret und mache hier vorne an der Bushaltestelle schön im Schatten erstmal Päuschen. Planet brennt jetzt. Naturradler. Prost. Mittagspäuschen beendet, weiter geht's.
Goldzig. Jetzt bin ich in Lubolz, weiter Richtung Krausnick. Ein Platz wie für mich gemacht. Ach ja. Wunderbare Radwege hier durch den Wald. Da kannst du nicht meckern. Spitze! Krausnick. So, haben wir den alten Krachmacher mal vorbeigelassen. Roten Schotter hier zur Abwechslung. Aber fahrbar. Hinter Krausnick jetzt Richtung Wasserburg. Großwasserburg. Es gravelt sich so dahin hier. Hier am Rande der Krausnicker Berge lang. Wählerberg und so. Da war ich ja auch schon mal. So, links würde es jetzt zum Wählerberg gehen, zu dem Turm. Klemme ich mir heute bei der Hitze. Fahre rechts. Großwasserburg.
Da geht's hoch. Ah ja, sieht man wieder nicht. Und wir fahren hier runter Richtung Großwasserburg. Von da bin ich gekommen. So machen wir das. Naja, runter war übertrieben. Geht's erst doch noch mal eine kleine Gegensteigung hoch. Eieiei. Ei, ei. Aber hier geht's im Wald, ist nicht ganz so heiß. Kriegen wir hin. So, Großwasserburg. Über die Spree. Na, da werde ich noch mal kurz was machen. Der Biergarten hat leider geschlossen hier, weil die Gaststätte gibt es nicht mehr. Spree. So, noch mal kurzer Rast. Großwasserburg an der Spree. Ist ein bisschen warm geworden. Ich schätze mal so knappe 6, 27 Grad. Hinten ist einer dieser Spreewaldkähne. So sieht das hier aus. Oh, vorne ist die Brücke, da bin ich rüber gekommen. So, jetzt geht's weiter nach Leipzig. Eine Themse. Boah. Neuendorf am See. Und da oben sitzt Meister Adebauer. Wieder die Waldautobahn. Wo ich vor ein paar Wochen mit meinem Cousin Carsten unterwegs war, Richtung Großeichholz. Wir nähern uns Großeichholz. Eichholz erreicht. Trödelmarkt in Kehrig am 25.06. So, jetzt am Dobrasee. Oh, es war frisch gemacht ein bisschen. Und das ist ein schöner kleiner Badesee. Ganz klares Wasser. Mitten im Wald hier. In Schwerin wieder. Ein anderes Schwerin, wo ich heute schon mal war. Und nochmal Schwerin. Jo, zweimal in Schwerin gewesen heute. Hat man auch nicht alle Tage. Und trotzdem nicht in MacPom.
Spiros noch mal Getränke gefasst. Letzter Ritt hier im Nahkauf. Jetzt 140 weg. Ja, schlaucht dann schön bei dem Wetter. Gut, bis denne. Oh, Tour nähert sich dem Ende. Jetzt gegen Abend wird es auch ein bisschen angenehm frischer. Kühl will man noch nicht sagen. Tacho-Thermometer zeigt noch 25 Grad. Oh, das kann ja auch täuschen. Schöner Tag gewesen bis jetzt. Oh, nur 30 Kilometer. Das ist Friedrichsbauhof gewesen. Viele Baustellenfahrzeuge. Neue Mühle. So, Königs Wusterhausen erreicht. Noch 10 Kilometer. Der Nottekanal. Schluss noch mal ein Päuschen. Oh.
Da wird ein Boot zu Wasser gelassen. Hier an der Dahme in Zeuthen. Letzte Pause für mich. Sind jetzt noch so 6 Kilometer. Wird dann ungefähr ein 170er heute. Persönlicher Rekord für mich. Leider ist in der Aufzeichnung zwischen Großkörs und Teupitz eine Pausierung gewesen, sodass ein paar Kilometer fehlen in der Aufzeichnung. Naja, egal. Abendliche Einkäufe getätigt noch. Die letzten 3 Kilometer ungefähr. So, damit sind wir wieder in Eichwalde. Runde vollendet fast. So, Freunde. Und Kupferstecher. Damit verabschiede ich mich für heute. War rundum ein gelungener Tag. Roundabout 170 Kilometer bei bestem Wetter. Neue Radlerunterhose hat sich auch bewährt. Alles spitze. Insofern sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Scheiße.